So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, das ist mal wieder ein Wunschvideo, weil ich wurde jetzt so oft gefragt, ob ich mal was von Lego Batman Movie machen kann. Mache ich dann natürlich auch, wenn ich dran komme. Aber hier ist ja sowieso eine limitierte Batman-Figur. Kommen wir gleich näher zu. Und zwar wo? In das neue Lego Batman Movie Magazin. Das ist die Nummer 1 für 3,99 Euro. Also 4 Euro. Lohnt sich das? Ich würde ja sagen, weil es gibt ja eine limitierte Batman-Figur. Na, Tesafilm klebt aber richtig schöner. Baue ich natürlich hier gleich vor die Kamera auf und präsentiere sie euch, wie sie aussieht, warum sie limitiert ist, gehen wir mal auf den Grund. Aber jetzt erstmal schlagen wir mal ein paar Seiten in das Magazin drin herum auf. Ganz wie ihr sehen wollt, das ist sie nun, die limitierte Figur. Ah, da ist der Gürtel diesmal nicht aufgemalt, sondern den kann man aufstecken. Vielleicht deswegen limitiert, aber das sehen wir ja gleich. Also wer das Magazin natürlich schon hat, möge mir hier unten auf jeden Fall kommentieren, wie er die Batman-Figur findet. Über das Magazin brauchen wir hier nicht zu sprechen. Lego World. Oh, da kommt wieder was Schönes Neues ab und zu. Da freue ich mich schon drauf. Mache ich natürlich hier auch ein paar Unboxing von. Aber jetzt, wie ihr seht, das ist einfach nur ein Comic. Natürlich von Batman. Ein Poster. Gewinnspiel. Sogenanntes Merchandising. Das Comic geht weiter. Rätselspaß. Gewinnspiel, wie gesagt. Und das war's. Und dann natürlich die Werbung für das nächste Magazin. Der Joker. Werde ich natürlich mir auch sofort gönnen. Und natürlich hier ein Unboxing machen. Der sieht ja wohl richtig grinshaft aus. Wenn die Figur auch so ist. Hammer. Gefällt mir schon mal. Also, das ist es nun. Das offizielle Lego Batman Movie Magazin. Die Nummer 1 für 3,99 Euro. Mit die limitierte Figur. Und die schauen wir uns natürlich jetzt mal mehr an. Oder näher. Ups. Oberkörper. Zwei Gesichter. Hier ist der Gürtel, wovon ich gesprochen habe. Natürlich die Schnalle nach vorne. Wie ihr seht, er ist nicht aufgemalt. Die Batman-Mütze auf. Den Umhang um. Ich werde ihn euch gleich präsentieren. Ich werde nur die Kamera mal umstellen, dass ihr ihn auch besser erkennen könnt. Also bis gleich. So, und das ist sie nun, wie ihr selber seht. Der Gürtel ist nicht aufgemalt. Den kann man diesmal aufstecken auf die Beine. Zum Vergleich habe ich Original-Lego-Figuren. Original, betone ich extra, weil es gibt ja ziemlich viel Fälschung. Hier eine Lego-Figur. Wie ihr seht, ist ein grauer Anzug, aber mit einem goldenen Gürtel aufgemalt. Original-Lego. Ich betone es nochmals. Und einmal eine Batman-Figur. Wie ihr seht, nicht ganz schwarz, aber es ist schon schwarz und einen gelben Gürtel aufgemalt. Es sind alles drei
echte Lego-Figuren. Möchte ich hier nochmal betonen. Das jetzt hier mit den aufgesteckten Gürtel ist die limitierte Figur. Die anderen, die ich besitze, sind woanders her. Also, könnt ihr jetzt selber vergleichen. Ich zoome mal mehr ran. Aufgesteckter Gürtel, aufgemalt in Gold, aufgemalt in Gelb. Also, ich hoffe, ihr wisst jetzt, wo diese limitierte Lego-Figur drin steckt, nämlich in das neue Lego The Movie Magazin Nummer 1 für 3,99 €. Und ich hoffe, dass das Wunschvideo so recht war, der sich das gewünscht hat. Er weiß Bescheid und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.